Die Kiste kriegen wir also nicht geöffnet. Schade. So, hier unten geht's also zurück. Ist jetzt die Frage. Was bist du denn hier? Das ist ein unbekannter Weg. Den schauen wir uns direkt mal an. Ein schönes Echo. Das impfen wir uns direkt rein. Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Marin. Was führt dich nach Jeddah? Ich habe auf meinen Reisen eine Gruppe getroffen. Ihr Ziel ist es, Machtbegabte vor dem Imperium zu verstecken. Hast du schon mal vom versteckten Pfad gehört? Alte Verbindungen, neue Pfade. Nach langer Trennung treffen es Shir und Marin einander wieder. Ein neues Gefühl der Bestimmung scheint sie trotz der langen Zeit zu einen. Und jetzt haben sie denselben Weg. Was ist denn hier? Schwester Taske. Neuer Laden verfügbar. Kannst du etwa unsere Schriftrollen gebrauchen? Werkbank benutzen. Was hältst du davon? Neuer Stil gefällig? Ich weiß noch nicht. BD. Was? Ich kann BD1 nicht. Warum? Oh, doch, jetzt. Haben wir hier eigentlich jetzt. Nein. Fernglas. Haben wir noch nicht, ne? Fernglas für. Gefällt dir dein neuer Look? Wir haben nichts geändert, ehrlich gesagt. Materialien? Nein, Klinge. Okay, Magenta hatten wir jetzt. Wir sind jetzt bei Sian. Geht auch, geht auch. Lässt sich aushalten damit. So, Schwester, was hast du? Ich rede erstmal mit ihr. Seid gegrüßt, Jedi-Ritter. Mein Name ist Schwester Task. Ich bin Kerr. Entschuldigung. Die Nachricht eurer Ankunft hat sich rasch verbreitet, o Edler. Meisterin Janda schätzt euch sehr. Sie und ich haben gemeinsam viel durchgemacht. Jeddah ist voll mit verschollenen Artefakten eures Ordens, zusammen mit anderen Traditionen. Solltet ihr auf Schriftrollen oder andere interessante Objekte stoßen, würde ich gerne einige von mir ausgegrabene Schätze dafür eintauschen. Ich sag euch Bescheid, wenn ich etwas finde. Wir stehen in eurer Schuld, o Edler. Sie will ausgegrabene Schätze mit uns teilen. Wenn da jetzt ein Bart dabei ist, dann will ich nicht wissen, wo die das ausgegraben hat. Schwester Task ist ein Mitglied der Anachoreten, eines religiösen Ordens, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wissen zu bewahren. Und gerne auszutauschen. Hat sie noch was zu sagen? Sie sagt, ihr wurdet im Jedi-Tempel auf Coruscant ausgebildet. Bis ich Meister T'Pols Padawan wurde. Dann zogen wir los, um in den Klonkriegen zu dienen. Denkt ihr oft an das Leben auf Coruscant? Es ist wie ein Traum. Ich glaube. Ich versuche mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen, wie es vor dem Untergang des Ordens war. Ich verstehe. Das geht mit dem Buch. Dieses Leben ist so lange her. Und so viel ist seitdem geschehen. Die meisten Tage fühlt es sich an, als wäre es jemand anderem widerfahren. Ich verstehe. Zumindest ein wenig. Danke. Es war nicht meine Absicht, schlimme Erinnerungen aufzuwühlen. Schon in Ordnung, Schwester. Nicht schlimm. Mach uns einfach einen Rabatt. Ich habe eine Frage. Ihr wollt mehr über die maskierten Eremiten wissen, die eurer Mentorin helfen. Bin ich. Wir sind die Narkis-Anachoreten. Wir studieren und verehren die Macht, wie sie sich in Wissen manifestiert. Ihr seid Gelehrte? Wir sammeln Wissen, genau wie andere Gelehrte. Ja. Aber unsere Arbeit wird von dem Glauben gelenkt, dass Wissen eine universelle Wahrheit ausdrückt. Durch Weisheit wollen wir das formlose Muster der Macht wahrnehmen. Habt ihr verstanden? Absolut. Ich kann die Beschreibung der Macht als formloses Muster nachvollziehen, obgleich ich sie anders wahrnehme. In der Tat. Und wir erleben die Macht nicht so wie ihr, o Edler. Ich verstehe. Verkauf mir ein Bart. Ein Schatz für Weisheit, junger Weiser. Es gibt doch keine Bärte zu kaufen. Schade eigentlich.
Klingenmitter, Zusammenbau, Gelassenheit, Gerechtigkeit, Entrücktheit, Zusammenbau, Mäßigung. Ja gut, das ist jetzt ehrlich gesagt imperial. Ein bemerkenswertes Stück. Ja, ich bin nicht wirklich begeistert, meine Liebe. Es tut mir leid, das interessiert mich alles nicht. Ich brauche Bärte und Frisuren. Aber immerhin passt es jetzt, dass sie gesagt hat, Sachen, die sie ausgegraben hat. Das passt tatsächlich, weil das ist natürlich möglich, dass man sowas ausgräbt. Kann ich hier auf jede dieser Etagen? Oder nicht so? Vielleicht können wir noch eine Etage höher mit diesem Aufzug. Maybe. Yes. Wo bin ich? Sollte ich hier sein? Wow, okay, das ist neu. Schauen wir uns um. Wenn wir schon mal da sind, why not? Okay. Hat das was gebracht? Oder nicht so? Hier fehlt noch eine Kugel. Autsch, sorry. Beide gleichzeitig. Okay, verstehe. Haben wir noch was? Nö. Dann gehe ich erstmal in diese Tür da oben, die wir aufgeschlossen haben. Nicht, dass sie wieder zufällt. Wow, Moment mal, hier geht's raus. Das gefällt mir irgendwie nicht. Was ist das hier für eine Höhle? Okay. Da unten. Da unten ist was am Leuchten. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es. Hier gibt es nichts für uns. Sieht nicht danach aus. Oha. Okay. Von hier kommen wir. Kommen wir hier überhaupt runter? Nee, ne? Was ist das hier? Bin ich zu früh? Bin ich zu früh? Wir sollten hier gar nicht sein, oder? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sollten hier noch nicht sein. Ich verdünnisiere mich. Lieber. Sorry. So, was ist hier? Der Weg ist versiegelt, Fremdling. Natürlich. Warum? Es tut mir leid, Jedi. Das Tor muss geschlossen bleiben. In der Nähe wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Genau, deswegen will ich ja hin. Die Patrouillen müssten bald durch sein. Danach könnt ihr kommen und gehen, wie ihr wollt. Okay, cool. Dann eben diese Tür, die uns zu einem Ort bringt, der... Wow, wow, oh, oh. Alte Aratex Speederbikes. Während der Klonkrieger habe ich viele davon gesehen. Boah, sag mir bitte, wir können das Ding fahren. Ich bin aber nie eins gefahren. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Oh, das sieht sehr danach aus, als ob wir die Dinger fahren können. Das wäre natürlich mega geil. Das wäre mega geil. Und das Ding. Da freut sich BD. Solar. Ein komplettes Outfit für BD. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hey, Freunde, na? Oder Freund. Hallo, willst du mir nichts erzählen? Gar nichts? Okay. Ich glaube, selbst hier sind wir zu früh. Wir sollten hier noch nicht sein. Aber wir haben ein Outfit für BD. Voll geil. Das nehme ich natürlich gerne mit. Und bei der Schwester. Nächsten... Wir haben auf dem Kamm zwei weitere Patrouillen geortet. Wo sind sie hin? Zurück nach Süden. Sie haben eines unserer Lager nur knapp verfehlt. Der Sandsturm spielt uns in die Karten. Er hat vermutlich alle Spuren verwischt. Behaltet den Horizont im Auge. Kontaktiert mich, wenn sie zurückkommen. Ja, Bruder. Ja, Bruder.
Okay, irgendwas wollte ich sagen, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Kennst du das? Wenn man irgendwas sagen will, es unterbrochen wird und dann... Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt's mir wieder ein. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Hier haben wir, glaube ich, alles. Ja, außer der hier. Unentdecktes Gebiet. Ja gut, aber ist halt auch... ist halt auch verschlossen, ne? Ist halt so. Wir hauen ab. Geht's hier noch weiter hoch? Kann man hier noch was finden? Oh ja, ich sehe schon was schimmern. Ein kleines Echo. Du bist die Reisende. Hast du irgendein System gefunden, wo der lange Arm des Imperiums nicht zu spüren ist? In keinem, das ich besucht habe. Mhm. In dieser Wüste verstreut befinden sich unzählige Ruinen. Eine von ihnen könnte ein perfekter Unterschlupf für den Pfad sein. Ein neuer Pfad. Nach ihrer Wiedervereinigung besprechen Cyr und Marin, wie der Pfad einen sicheren Ort auf Jeddah finden könnte. Ja, vielleicht. Vielleicht. Oh, da hinten ist auch noch was. Da muss ich auch hin. Vielleicht ist das ja der richtige Weg hier, aber... Wer weiß, wer weiß. Ich muss da hin. Wie komme ich da hin? Versperrter Weg. Sonst würden wir mit dem Ding da rüberkommen, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre das der Weg. Okay. Das Archiv. Ich muss meinen Geist freimachen. So machen wir das. Und zwar so. Unser Geist ist frei. Wir reden mal mit den Leuten hier. Hi. Ah, Kel. Ich hatte gehofft, wir könnten etwas besprechen. Ja, gerne. Es gibt eine Stätte, eine ziemlich alte sogar, im Norden der Wüste. Gerüchte. In meinen frühen Tagen auf Jeddah war ich dort, bevor die Präsenz des Imperiums anstieg. Mhm. Was für eine Stätte? Eine, die von Verehrern der Machtnutzer gebaut wurde. Wir wissen nur wenig über sie, aber ich fand die Erfahrung recht faszinierend. Okay. Vielleicht geht dir das auch so. Wir werden es uns ansehen. Auf jeden Fall ein neues Gerücht. Erforsche die Ruine im Norden der Wüste. Hast du noch was? Habt ihr die Ruinen auf Jeddah erkundet? Ja, recht faszinierend. Obgleich meine Anwesenheit durch die wachsende imperiale Präsenz verkürzt wurde. Jetzt sind Operationen draußen zu riskant. Und wir senden nur dann Nachrichten, wenn es unbedingt erforderlich ist. Macht Sinn. Ach, deshalb konnte ich dir auch nicht mitteilen, dass ich zurück bin, mein Freund. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Abgelehnt. Wir freuen uns einfach, dass es euch gut geht. Abgelehnt. Aber wir können immer noch reden. Bitte haltet mich über eure Feldexpedition auf dem Laufenden, meine Freunde. Sehr gerne. So machen wir das. Meine liebe Seer. Cordova sagt, er hat euch gefunden, als er andere Jedi-Überlebende suchte. Ja, kaum zu glauben, dass uns das Schicksal nach so langer Zeit wieder zusammengeführt hat. Wir hätten dieses Glück brauchen können, als wir das Holocron gesucht haben. Ich weiß. Glück oder Schicksal. Ich freue mich, dass mein Meister lebt und bei uns ist. Ja. Und wild entschlossen, das Vermächtnis der Jedi zu bewahren und sich dem Imperium zu widersetzen. Sehr gut. Sieh dich im Archiv um, Carl. Wir unterhalten uns später. Jawohl, Ma'am. Das Archiv wächst, aber wir haben noch viel zu tun. Dann halte ich euch nicht weiter auf. Richtig. Es gibt noch viel zu tun. Stellt sich hin und guckt sich die blinkenden Schalter an. Grease! Zum Glück musstest du nicht durch den Sturm fliegen. Wie fühlt sich's an, wieder die Mantis zu steuern? Als würde ich nach Hause kommen. Warum dann das lange Gesicht? Ich war zu lange weg. Ich spüre meine Piloteninstinkte kaum noch. Ich weiß, wie hart es ist, Dinge wieder zu lernen, die man beiseite gelegt hat. Das ist es wohl, was? Trotzdem bereue ich es, dass ich die Mantis je hinter mir gelassen habe. Ich denke ständig, ich mache gleich einen Fehler. Nein. Du bist gegangen, als du musstest. Das kommt ganz schnell wieder alles zurück. Okay, okay. Du bist ein guter Freund, Kerl. Das ist wie Fahrradfahren, mein Freund. Das verlernt man nicht. Mit meinem neuen Arm ist Fliegen ein bisschen anders. Aber ich krieg das hin. Gut. Gut. Hey, die Antworten kennen nur Seer oder Meister Cordova. Okay. Rede mit ihnen. Alles klar.
So machen wir das. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Irgendwelche Gerüchte, die ihr verbreiten möchtet? Meryn möchte los. Können wir auch gerne machen. Wir haben ja jetzt ein Gerücht. Ein Gerücht, das wir uns sehr gerne ansehen. Mhm. Vielleicht kann ich das direkt mal aktivieren. Erforsche die Ruine im Norden der Wüste. Auf Holokarte anzeigen. Das ist schon. Okay. Oh, wir haben noch gar keine Map, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Das ist riesig. Es ist riesig. Okay. Wir machen uns vom Acker. Komm. Der verborgene Hangar. Nein? Oh. Muss ich dann hier wieder. Muss ich nicht? Oh. Oh, so gehen die Türen also auf hier. Ich verstehe. Mhm. Ja, macht Sinn. Aber wer diese Macht nicht hat, der kommt halt nirgendwo durch. Oder? Huch. Hey, Kerl. Warte. Boat. Den hier habe ich schon, seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Oh lala. Was? Du bist Meryn, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst. Also wenn du... Nicht nötig, Boat. Verstehe. Du hast alles klar. Mhm. Blaster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir ernsthaft? Allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Okay. Danke, Boat. Wir haben einfach einen Blaster bekommen, ja? Heißt es, wir können jetzt einfach rumballern? Ohne Lichtschwert? Also dann, zeig uns, was du drauf hast. Alright. Oh. Blaster-Kampfstil erhalten. Okay, das sieht cool aus. Das sieht mega geil aus, wenn man so kämpft. Kerl kann jetzt im Kampf den Blaster-Kampfstil einsetzen. Der Blaster-Kampfstil gewährt Fernangriffe und verbesserbare Blasterbolzen. Ein echter Sturmtruppler steht nicht still. Irgendwo muss man anfangen. Okay. Gut so. Nicht schlecht, Jedi. Und? Wie lange hast du mit dir gearbeitet? Ich arbeite nicht für Seer. Natürlich. Ganz ruhig. Konzentrier dich und drück den Abzug. Er heizt den Dummy ordentlich ein. Er mag keine Sturmtruppler. Wer mag die schon? Zwei Schwerter. Weißt du was? Das ist ja ein Schwert, ne? Ich wechsle den Kampfstil. Auf ein Schwert und Blaster. Ich will's ausprobieren. Ich denke, jetzt kannst du's, Kerl. Wir schlagen auch mit der Pistole zu, sehe ich gerade. Es macht schon Bock. Wow, voll geil. Junge. Ich lade mal gerade auf. So, okay. Cool. Das reicht. Einfach Han Solo. Einfach Han Solo. Meryn? Es ist schön, dich wiederzusehen, Meryn. Dich auch, Kerl. Viel Glück. Vielleicht bin ich noch hier, wenn du zurückkommst. Hoffentlich. Ach, du kommst gar nicht mit? Ich kann nicht glauben, dass Meister Cordova wirklich hier ist. Nach all der Zeit, in der ich in seine Fußstapfen getreten bin. Es war schön, ihn kennenzulernen. Ich kannte noch nie einen Jedi mit so viel Humor. Hm. Du kennst nur Sia und mich. Das stimmt. Okay. Lass dich da draußen nicht umbringen. Natürlich nicht. Boot. Also, wohin gehen wir zuerst? Zurück nach Kobo oder auf seinen Mond? Dagans Zuflucht? Mondlabor? Boah, keine Ahnung, Mann. Ich will hier bleiben. Ich denke, wir sollten uns zuerst die Ansiedlung aus der Zeit der Hohen Republik ansehen. Ja, machen wir das. Dagan Gera muss etwas zurückgelassen haben. Mhm. Das ist eine kluge Operation, die sich Seer ausgedacht hat. Warum sagst du das?
So viel Fels? Eine natürliche Abschirmung gegen Sensoren. Und sollte jemand daran vorbeikommen, haben die Anachoreten jede Menge Holobücher als Wurfgeschosse. Jetzt weißt du, wie Seer dem Imperium so lange entkommen konnte. Sie sorgt selbst für ihr Glück. Sie hält einen großen Teil ihrer Macht zurück, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ja, in ihr schlummert definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Das habt ihr gemeinsam. Hm, okay. Bereit, wenn du es bist. Also, Boat kommt mit uns mit. Ich, bin ganz glücklich. Können wir hier nicht einfach raus? Also, nein, geht das nicht. Ich probiere es mal aus. Weil ich würde ja gerne, erstmal dieses nördliche Lager angucken. Diese nördliche Höhle. Da hinten kann man sich noch was abgrabbeln. Dann machen wir direkt. Ja, ja, ja. Das ist der Weg. Das ist der richtige Weg. Von hier sind wir gekommen. Aber kommen wir von hier auch raus? Ein Echo. Brüder, Schwestern. Wir haben einen hochverehrten Gast. Der Weise, der Meisterin Janda unterwiesen hat. Kommt, Meister Cordova. Ihr seid bestimmt erschöpft von der Reise. Ich zeige euch den Weg. Die Ankunft des Meisters. Ein Anachoret verkündete, dass er durch seine Verbindung auf dem Pfad erfahren hat, dass jemand eingetroffen ist und Seer sprechen möchte. Meister Eno Cordova. Ich habe immer Cordova gesagt, aber ey, man kann nicht alles wissen, ne? So, okay. Nein. Vielleicht muss ich aber auch unser Schiff nehmen, um irgendwo hinzufliegen, oder? Vorkammer der Basis. Probieren wir es mal aus. Ob wir hier rauskommen? Ja. Super hell. So sieht man sich wieder. Hä? Moment mal, du kommst doch mit? Okay, cool. Kannst du mir helfen da oben? Kannst du dich da hinbeamen und das durchschneiden? Dann komme ich hier. Nein. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Ehrlich gesagt. Wie findest du die Wüste, BD? Es gefällt ihm hier draußen. Es gibt einen anderen Weg hier raus, ne? Das hier? Ist das der Weg raus? Ich weiß es nicht. Wir müssen zurück zur Mantis. Weißt du was? Wir nehmen mal die Mantis. Mal gucken, was passiert. Ja, sorry, aber hier kommen wir einfach nur zurück. Und das möchte ich ja gar nicht. Marin trifft sich im Innern der Basis. Ja, ja, das ist okay. Du gehst nicht vor, du fliegst vor. Okay, wir gehen erstmal zum Mantis. Zum Mantis. Und dafür springe ich hier runter und sterbe jämmerlich. Natürlich nicht. Was ist das hier? Nichts. Oh, Moment, was? Versperrt. Willst du mich verarschen, Mann? Kommt man da irgendwie hin? Kommt man da irgendwie? Ja, ich glaube nicht. Wo ist denn? Okay. Was? Was? Ernsthaft? Meine ganzen XP sind jetzt hier. Ja, die muss ich mir eigentlich holen, ne? Wow.
Jetzt sag mir aber nicht, dass ich... Aber wir haben doch jetzt die Aufgabe bekommen, oder? Ja. Ja, ja. Warum kann man denn mit denen wieder reden? Wie kam es dazu, dass ihr und die Anachoreten dieses Archiv gebaut habt? Wir begannen unsere Arbeit in der heiligen Stadt Nijedda und bewahrten alles, was wir von der alten Jedi-Tradition finden konnten. Klingt nach einem gefährlichen Ort, um verbotene Lehren zu sammeln. Zu gefährlich. Nach einer knappen Begegnung mit dem Imperium überredete ich die Narkis, hierher umzusiedeln. Wir fanden dieses verlassene Kloster und errichteten alles, was du jetzt siehst. Ich kann nicht glauben, dass ihr das alles in nur wenigen Jahren geschafft habt. Es war harte Arbeit. Aber sobald mir meine Berufung klar war, musste ich ihr folgen. Und das habt ihr getan. Es hat wehgetan, als ihr gegangen seid. Als hättet ihr uns mitten im Kampf im Stich gelassen. Ich weiß. Dabei wolltet ihr den Orden wiederherstellen. Das Verlorene neu aufbauen. Der Kampf war nie euer Ziel. Bist du sicher, dass er deines ist? Da ist die Question, ne? Das ist die Question. So, ich mache mich erstmal hier auf den Weg, meine XP zu holen. Weil, ganz ehrlich... Wie dumm kann man denn sterben, bitte? Wow. Ich weiß es ja nicht. Okay, hier kann man mit euch beiden wieder reden. Ja, muss nicht. Muss nicht sein. Wo geht's denn hier hin? Das kann man doch niemals öffnen, dieses riesige Tor. Nee, kann man auch nicht. Wir fliegen mit der Mantis. Ich gucke erstmal, wo uns das hinführt. Ich hole mir aber erst einmal meine XP. Wo sind die? Wie blöd willst du sterben? Cal? Ja. Wo seid ihr? War das der richtige Aufzug überhaupt? Das war ja gar nicht, ne? Doch, das war ja. Wo sind meine fucking XP? Hallo? Du willst mich doch verarschen, Mann. Da oben. Ich komm nicht dran. Fuck my life, ey. Ja, komm, stirb nochmal. Weil wir nicht gewartet haben. Bis der Aufzug unten ist. Ich glaub's ja nicht, ey. So, wo ist die Werkbank? Ich würde mir gerne... Ist das die Werkbank? Interagieren. Ach so, ja, ja. Ja, haben wir uns schon mal angeguckt. Die Werkbank ist hier hinten irgendwo, ne? Erstmal hier. Ja, sorry, ich habe meine ganzen XP verloren. Wegen nichts. Absolut wegen nichts. Um unsere Ausrüstung zu überprüfen. Was? Kampfstil freigeschaltet? Ist der Blaster-Kampfstil ausgewählt, wird nur eine Klinge benutzt, was der Hälfte des Lichtschwertes entspricht. Blaster können jetzt angepasst werden. Oh. Wow. Blaster. Das ist natürlich geil. Gehäuse, Lauf. Ja, wir haben halt nichts, ne? Wir haben nichts. Okay. Ergonomisch und effektiv. Aber für BD haben wir was. Nämlich Solar. Alles auf Solar umstellen hier. So. Okay. Cool. Gefällt dir das? Mein lieber BD? Ja, ich denke schon. Er ist sehr zufrieden. So, okay. Wir fliegen jetzt. Wir fliegen jetzt los. Denn... Oh. Ich will sehen, wo wir hinfliegen können. Bereit zum Aufbruch? Zerstörter Mond. Hierher reisen. Das ist zerstörter Mond. Das ist Kobo. Und das ist halt Jeddah. Planetenkarte. Kann man auch irgendwo hin reisen? Junge, das geht mir so auf den Sack hier, ne? Also Schnellreisen? Keine Schnellreise möglich. Ich würde mir das ja gerne angucken, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie wir da hinkommen. Gerade in diesem Moment.
Okay, wir haben ihm ja gesagt. Mal sehen, was da draußen ist. Kobo, zerstörter Mond. Wir gehen nach Kobo. Kobo, gut. Wollte ohnehin mal Monk auf die Finger schauen. Wir fliegen zurück, denn wir haben da was zu erledigen. Und vielleicht haben wir da neue Sachen. Vielleicht sind diese Anachoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war, bevor sie mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Ach, echt? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim, muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Es war schön, alle wiederzusehen. Ja, das war es. Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden. Das stimmt. Bist du jemals dort gewesen? Einmal. Früher war es eine Ansiedlung. Jetzt ist es nur eine Ansammlung einstürzender Felsnadeln und gruseliger Ruinen. Okay. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Yes, mach ich. Let's go. Wow. Kobo. Das sah geil aus. Okay, wir landen. Wir haben ja natürlich einiges gemacht schon. Noch nicht mal 50%. Aber wir haben natürlich... Meister Cordovas Nachforschungen gibt es im Osten des Tals eine verlassene Siedlung. Sehen wir sie uns mal an. Im Osten also, ja. Wo wäre das? Okay, oh nein. Oh. Das ist aber nicht. Das ist nicht dieses Lager, oder? Meditationspunkt. Flussbettwache. Sagt mir gerade nichts, ehrlich gesagt. Oh, freundliche Kreatur. Oh, wir kommen zu einem Punkt, wo wir noch nie waren. Okay. Hier ist dieses Lager. Das ist das Lager. Da müssen wir irgendwann noch mal hin. Oh, Moment. Wir müssen erstmal. Was? Im Pailun Saloon war was? Ja, da gehen wir auch noch mal hin. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt sofort. Ist hier nicht ein Meditationspunkt irgendwo? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier einen Meditationspunkt hatten. Direkt beim Landeplatz. Nein? Okay, Entschuldigung. Dann eben nicht. Machen wir uns eben auf den Weg. Und suchen den nächsten Meditationspunkt, damit wir hinreisen können. Wir haben ja schon einiges gesehen, ne? Oder wir laufen hin. Wobei, das ist schon ein Stück. Das ist schon ein Stück. Offener Weg. Was ist das für ein offener Weg? Shit. Ja, komm, weißt du was? Wir reiten hin. Let's go. Spring! Sind wir hier richtig überhaupt? Also Orientierung ist bei mir gerade null. Wir sind einigermaßen richtig. Wir sollten aber hier rum eigentlich. Wir müssen hier lang. Dann laufen wir da eben hin. Vielleicht passiert doch noch was auf dem Weg. Vielleicht auch nicht. Okay. Nice. Also vom Chocobo wollte ich schon sagen. Kann man, oh mein Gott. Kann man auch schießen. Gut zu wissen. Erntekamm. Wo ist dieser? Das müsste doch hier irgendwo. Oh, direkt rechts von uns. Oh, hier?
Los! Was ist denn das hier? Ist das hier überhaupt gemeint? Das dürfte damit nicht gemeint sein. Hä? Links von uns. Da oben. Spreng! Okay, jetzt sehe ich es auch erst. Ja, das schaue ich mir an. Toller Sprung. Gut, Kerl. Na komm. Okay, so, jetzt sind wir oben. Hier waren wir noch nicht. Und hier gibt es ein paar Samen. Bam! Samen, die könnten für den Garten nützlich sein, oder? So ist es. Ich fühle mich gerade echt wie Han Solo. Okay, Moment. Aber wir kämpfen hier nicht gegen dieses Fettvieh, ne? Das wäre ein bisschen krass. Warum sind hier diese imperialen Druiden? Willst du mich verarschen? Hoch mit dir. Was? Netter Schuss. Okay. Trotzdem die Frage, wohin mit uns? Wir könnten jetzt hier drüber springen, aber ich gucke erstmal, was es hier gibt. Nix. Den Tod. Oder kommt man da hin? Ja, da kommt man auch hin. Oh. Die würden sicher perfekt in den Garten passen. Okay, cool. Oh, hier gibt es jede Menge Samen. Wir grasen alles ab. Alles, was es gibt. Okay, cool. Aber trotzdem ist das nicht dieser Weg hier. Okay. Jetzt sind wir hier drüber. Oh, bitte sag mir nicht, wir kämpfen gegen den gleich. Das wäre ein harter Fight. Eine Kiste. Das gefällt mir. Komm schon. Dreimal klopfen, einmal auf. Wandererhose. Bequeme Hose mit Stiefeln für lange Wanderungen unter allen Bedingungen. Eine lange Hose. Lange Wanderung. Genau das Richtige. Für unseren Kerl Alman. So. Sorry. Wir müssen. Ich muss hier nicht lang. So kommen wir nur zurück. Ich würde gerne in diese Richtung. Aber dahin kann ich nicht fliegen, ne? Hier sind so viele von den, von diesen Chocobos unterwegs. Da schnappe ich mir einfach einen. Kann ich einfach auf dich fliegen? Yes! Das, das hat auch noch geklappt. Gefällt mir. Okay, das ist tatsächlich unser Ziel hier, ne? Da hinten. Dein Ernst? Stirb. Wo ist er? Da oben. Komm schon. Ja, guter Schuss. Nochmal. Genau so war es geplant. Übrigens. Genau so. Wer bist du denn? Ich kenne dich. Schön. Hi. Du bist ein Freund von Grease, oh, richtig? Oh ja. Ja. Falls er nach den 50 Kredits fragt, die ich ihm vielleicht schulde, sag ihm, ich habe den Planeten verlassen. Wow. Ich denke, da halte ich mich raus.
Wenn du für Fremde nicht lügst, für wen denn dann? Junge, krieg mal deinen Scheiß zusammen. Was für ein Spruch. Okay. Das ist der Weg. Kommen wir denn hier durch? Lasst euch nicht ablenken. Tötet das Ziel einfach, ja? Sie werden nicht entkommen. Das werde ich nicht zulassen. Erledigt ihn. Ich ziele. Setzt das Ziel weiter unter Druck. Sehr cooler Move mit der Pistole. Sehr, sehr geil. Okay. Kommen wir dann jetzt hier durch? Sie ist verriegelt. Aber ist das hier nicht der Weg? Wow. Okay, wow. Hm. Fast richtig. Fast richtig. Hätte ja klappen können. Hey, Freunde. Kriegst du nicht. Ja, hier sind wir richtig. Hier ist nämlich dieser Vogel. Oh, ja, an den kann ich mich erinnern. An den kann ich mich sogar sehr gut erinnern. Mehr weit weg sein. Ja, ja, ja. Sieh aber nichts, was wie eine Siedlung aussieht. Nee, noch nicht. So kommen wir da durch. Los geht's. Wodurch? Wo müssen wir denn hin? Hier? Okay, wahrscheinlich hier, ne? Mhm. Danke dir. Hier waren wir noch nicht. Lavaspalte. Oh, oh, oh. Was ist denn das für ein... Ist das der riesige Vogel da oben? Hey, ist das unser Freund aus der Anlage im Wald? Ist er das? Sieht nicht aus wie ein Freund. Ehrlich gesagt. Okay. Also den haben wir gerettet, ne? Ich hoffe, der erkennt uns. Ja, lass uns diesmal Abstand halten. Wir halten Abstand. Und ruhen uns erstmal aus in der Lavaspalte. So, Freunde. Und genau von hier machen wir weiter in der nächsten Aufnahmesession. Wir schauen uns diese Siedlung mal an. Ich bin sehr gespannt, was wir da finden werden. Und in der nächsten Folge werden wir alles erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.